Hallihallo, ihr Lieben da draußen, ein herzliches Willkommen heute hier bei der LS22 Mod Story. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid und wir wieder ein bisschen zusammen farmen. Ihr wisst es ja, Mod Story bedeutet, wir stellen euch Mods vor aus eigener Stube von Sebi Modding oder eben auch ganz besonders neue Mods, ganz alte Mods, schöne Mods, alles was es so gibt. So, ja, ich bin jetzt fertig geworden. Ich muss mal OOC sagen. Das war unser lieber Bayern Playing Basti. Der hat es ja mal fertig gemacht. Und in der Story aber war ich es natürlich. Ja, und da würde ich sagen, fahre ich jetzt mal schnell an den Hof und bring mal die Sachen ja mal rein ins Geschehen. Ich muss erst mal gucken. Ich weiß jetzt gleich gar nicht, wo mein Silo ist. So. Ich muss jetzt selber erstmal gucken. Hier am neuen Hof habe ich noch nicht viel mit Abkippen und irgendwelchen Rotz gemacht. Ich glaube, hier ist es schon mal nett, ja? Warte mal, ich muss mal gucken. Hofsilo, na doch schon eigentlich. Supermarkt, Käserei. Das muss irgendwie schon hier sein. Tom hier, hallo. Servus, du Maya, Stefanie. Grüße dich. Grüß dich. Du, was machst du gerade? Ich versuche meine Ernte zu einzulagern, aber irgendwie finde ich wahrscheinlich hier den. Weißt schon was, nicht? Ich kann es nicht aussprechen. Ja. Ich glaube, ich weiß es doch. Ja, was gibt's denn? Kommst du mal runter an den Südbauplatz? An den was? An den Südbauplatz. Was ist denn der Südbauplatz? Das ist der, wo Richtung den Markt geht. Beziehungsweise Richtung Gärtnerei. Also neben der Spinnerei Gärtnerei? Ja. Ach so, hier der Schauplatz, der Schau Dingsplatz. Ja, was? es gibt ja zwei mittlerweile. Ach so. Krass. Was ist denn hier los in der Stadt? Komm ich mal hingefahren, ja. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. So, na gut, dann fahren wir da mal hin. So, das müsste doch jetzt einfach hier runter sein. Und dann hier rüber, oder? Irgendwie. So, mal gucken, wo er ist. Ach, hier ist er doch. Riese! Ja, wir haben ja heute zwei Schauobjekte bekommen. Okay. Auf dem Südbauplatz, auf dem Nordbauplatz haben wir auch was stehen. Ja, okay. Und naja, dann fangen wir mal mit der Schüttguthalle an. Mhm. Ja, hierbei handelt es sich um eine Schüttguthalle. Mhm. Die Schüttguthalle, da kippt man wie jetzt im Silo ab, im Bunkersilo ab. Ja. Hier können wir das Licht anschalten. Ach cool, ja. Dann gehen wir einmal in den Baukatalog. Ja. Und Lagerung für Schüttgut. Da ist das Gebäude. Was unter Lagerung für Schüttgut? Unter Gebäude. Mhm.
und Hallen und dann Lagerung für Schüttgut. Ach hier, ich sehe es. Ja, alles klar. Das Gebäude hat einen Grundpreis von 35.000 Euro. Okay. Und variiert halt je nach Bodenverformung. Ja, okay. Und ja. Kann man jetzt mal ganz kurz... Das kann man bloß auf 90 Grad drehen. Alles klar. Womit hat es zu tun? Kann man wahrscheinlich, das sagen? Wahrscheinlich mit den wahrscheinlich hat es mit den Kollis was zu tun. Sonst backen die Sachen durch. Ah, alles klar. Das haben nämlich die meisten, die wo so dünne Wände haben. Ah ja, okay, perfekto. Das hat man bei Bunkersilos, bei Mod-Bunkersilos auch manchmal, ziemlich oft. Mhm. Okay. Aber machen wir weiter. Ey, komm mal ganz kurz hierher. Mhm. Und guck mal, also so wie als wenn du hier so drauf zuläufst. Guck dir mal den Traktor mit dem Lichtschein an. Ja. Hä? Das sieht doch richtig geil aus. Ja. Vielleicht sieht es bald 25 genau so ähnlich aus. Mhm. Ey, das was ich denke, will ich schon sehr vielversprechend mit dem Material. Ja. Okay, also gut. Da alle weiter. Wir haben unten einmal die normale Betontextur. Ja. Eine Dachrinne, die hinaufgeht. Schön, ja. Schöne Lattentexturen und oben haben wir Wellblech als Dach. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Wie gesagt, die sieht auch wirklich richtig gut aus, muss ich mal sagen. Ja. Hier haben wir texturmäßig nichts verwaschen oder so, ja. Ne? Sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Hier haben wir jetzt Steine, habe ich schnell Steine reingetan, Zuckerrüben. Mhm. Kartoffeln sind im Anhänger drin, die darfst du einmal gerne mal kurz abladen zur Präsentation, wie man da drin ablädt. Okay. Man kann da drinnen mit dem Kipper abladen. Mhm. Muss ich richtig reinfahren? Ja. Also OOC, das Bunkersilo hat keine Trigger. Du musst da wirklich reinfahren. Das ist natürlich geil. Also und es wird dir nicht I angezeigt sozusagen. Nee. Das meine ich ja, du musst das wie beim Bunkersilo machen. Ah, ja, alles klar, ich verstehe. Okay. Und dann im Endeffekt SDRG und I, genau. Na, und dann könnt ihr das im Endeffekt hier so abladen. Ja, das ist natürlich eine geile Geschichte. Ja. So, ist natürlich vom Realitätsfaktor her ziemlich, ziemlich geil, muss ich mal zugeben. Jo. Ja, es sieht auch wirklich gut aus. Ja. Und, ja, was will ich dazu sagen? Also es ist, ihr merkt, ich kann gar nicht viel dazu sagen. Ich finde es einfach klasse. Ich finde es einfach wirklich gut. Wir können mal noch reingucken. Also es ist im Endeffekt, Lock ist fehlerfrei. Crossplay-fähig bestimmt. Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen, oder? Nö. Gut. Kann man nicht. Das war's für heute. Hä? Jo. Achso, gut, perfekto. Dann, meine Lieben, ladet euch das Ding wirklich mal runter. Wir haben euch den Originallink unten in der Videobeschreibung mal reingepackt. Und ja, sollten Fragen sein, schreibt es uns in die Kommentare. Aber ansonsten, wie gesagt, eine wunderschöne Geschichte. Sehr, sehr groß und passt viel rein. Und es sieht schweinig gut aus. Ne? Also sollte eigentlich vielleicht sogar auf jedem Betriebshof, auf einem Stadthof, auf einem, sagt's mal, auf einem Landhandel und so weiter, sollte sowas hier nicht fehlen. Finde ich ziemlich sexy. Bis dahin sind wir aber erstmal raus. Lasst gerne das Däumchen da. Macht's gut. Tschüss. Und ciao. Ciao.